Folge. Erst in Frankfurt konnte ich laut Musik hören. Denn im Mietshaus konnte ich damit niemand stören. Plus mein Vater war ein Schichtarbeiter. Also war ich zu Haus grundsätzlich leise. Und darum bin ich so ein ausgewachsener Autonarr. Weil ich so auffällig gerne Auto fahre. Weil ich so unheimlich gerne was erfahre. Und meinen Gedanken häng ich im Auto nach. Meistens fahr ich im Jahr 250.000 Kilometer, verteilt in ein goldenes Punktesystem. Es gab Jahre, da konnte man meine Punkte vom Weltall aus funkeln sehen. Diese Punkte entstehen wie ein schwarzes Loch, doch ich entkam dem Sog der schwarzen Löcher gerade noch. Denn ich fahr gern Bus, wenn er muss. Und darum bin ich so ein ausgewachsener Autonarr. Weil ich so auffällig gerne Auto fahre. Weil ich so unheimlich gerne was erfahre. Und meinen Gedanken häng ich im Auto nach. Yeah, das mit dem Auto ist für mich spirituell. Im Innern führst du ein leises Gespräch und draußen bläst der Wind laut und schnell. Im Auto fühle ich mich verbunden mit anderen Menschen. Ich nenne uns gerne die Incarnation. An einem weit entfernten Tag beamt dich das Ding mit dem Faradayschen Käfig. Oh! Und darum bin ich so ein ausgewachsener Autonarr. Weil ich so auffällig gerne Auto fahre. Weil ich so unheimlich gerne was erfahre. Und meinen Gedanken häng ich im Autonarr. Oh yeah! Und darum bin ich so ein ausgewachsener Autonarr. Weil ich so auffällig gerne Auto fahre. Oh, weil ich so unheimlich gerne was erfahre. Und meinen Gedanken häng ich im Auto nach. Ooh, yeah. Vielen Dank.